So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Paper zu Mario. Und ich bin motiviert wie lange nicht mehr, weil ich Mega Man gespielt habe. Wer sich das Let's Play zu Ende angeguckt hat, versteht warum. Und das wirkt nach einem Boss, wenn ich ganz ehrlich bin. Alles klar. Wen nehme ich bei einem Boss mit? Lake Lester macht Einzelschaden ganz okay und Gruppenschaden sehr gut und kann mich protecten. Ich glaube, ich bleibe bei Lakey. Ist, glaube ich, keine so doofe Idee. Wer ist meinen Palast eingedrungen? Was bist du denn? Der Lich King! WoW! Der Lichtkönig! Dann hat er aber eine ausgesprochene Stimme. Mario! Du bist also endlich da! Du glaubst also tatsächlich! Den Stern retten zu können. Aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen. Dann werde ich Bowser einen Mario auf Eis zum Geschenk machen. Alles klar, Junge. Du willst also aufs Maul. Was seid ihr? Sie also... Er hat nicht wenig, ne, muss man mal sagen. Auszeit, nein, regeneriert 20 KP, werde ich brauchen. Das heißt, wir machen erstmal ordentlich Damage auf ihn und hoffen... 6? Oh Gott. Mach ich einen Stachy? Ich mache einen Stachywurf. Ich habe die WP ja noch, locker sitzen. So. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Man darf gespannt sein. Okay, wenn die weg sind, summit er neue und wehrt sich nicht. Ist das korrekt? Ist das richtig? Gute Sache. Dann kann ich ihn erstmal, bis meine BP 6 sind, ordentlich runterziehen. Wenn ihm so ist. Und falls das nicht macht, brauche ich beim nächsten Mal keinen Stachywurf machen. Einfache Logik. Ich glaube nicht, dass der so ein Riesenproblem darstellen wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dafür ist einfach viel zu billig. Ja. Ist er. So. Und er bleibt, unser Stachy-Kollege bleibt auf jeden Fall draußen, aus dem einfachen Grund. Er macht zwar nicht so viel Damage wie zum Beispiel Buhu, würde ich behaupten, aber falls jetzt der Typ wieder seine Verstärkung rausholt, und das wird er machen, Tatsache, dann kann ich die wieder relativ easy, ohne viele BPs und vor allen Dingen Marios Angriffsmodus zu unterbinden, ausschalten. Weil Mario macht mit seinen 6 Damage den Hauptdamage auf diesen Lichtkönig, Frostkönig. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Und das will ich nicht wasten. Das ist einfach zu wertvoll. Er hat Schaden von Mario, um jetzt auf die Kleinen drauf zu hauen. Außerdem machen sie ja auch noch nebenbei 2 Schaden auf ihm. Das ist einer weniger als der Normalangriff. So, 3 Schaden, das ist jetzt auch nicht so der Burst Damage, damit kann ich auf jeden Fall auch arbeiten. Die Kämpfe werden aber doch schon schwerer, muss ich mal so anmerken. Jetzt der jetzt explizit nicht, aber die Zwischengegner, die ganzen normalen Gegner hier, die waren ziemlich heavy. So. Ja, waren jetzt nicht gefährlich für mich, aber die waren hart. So. Im Vergleich zum letzten Bereich, zur Blütenwelt, die Gegner einfach mal nur so... weggewimst wurden, um es mal so zu sagen. Die sind jetzt schon ein ganzes Stückchen härter, aber er ist jetzt wirklich nicht die Herausforderung. Ich bin gespannt, was dann kommt, weil dann haben wir ja alle Sterne, oder? Ich meine, mir ist so. Okay, jetzt geht er in die nächste Form über. Ich habe Angst, verunsichert. Und ich habe Hunger. Warum habe ich immer Hunger, wenn ich aufnehme? Hängt das miteinander zusammen? Okay, nur einer von denen ist echt. Dann, machen wir einen Sternensturm. Töte sie. Einer von denen ist echt, der kriegt sieben Schaden, die anderen sind egal. So, Tatsache. Easy. 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 Gar kein Ding. Gar kein Ding. Du bist gleich weg, mein Freund. Du bist gleich weg. Du bist gleich Geschichte. Hast du dir so schön gedacht, war mit deiner Taktik, aber nicht mit mir. Ich bin gegen alles gewappnet mit meinen Attacken und meinen Funktionen. So, nochmal 3 Schaden. Und die nächste Runde solltest du eigentlich nicht überleben. Außer er regeneriert 20. Was zur Hölle? Ich hoffe, das kann er nicht die ganze Zeit machen, ne? Ansonsten wird das
kritisch, ihn zu töten. Das wird schwer. Naja, ich hoffe einfach, dass es eine CPU ist und die nicht clever genug ist, das durchgängig zu spammen. 3 Schaden, gar kein Ding. Ich habe genügend auf Kante. Geh einfach kaputt, Freundchen. Und da war ein Leck. Einfach nur deswegen. Oh, draußen wird's kühler und nicht mehr so luftfeucht, Leute. Diese Luftfeuchtigkeit, die hat mich fast umgebracht. Ihr wisst gar nicht, wie hart die Luftfeuchtigkeit die letzten Tage war. Es ist so, man schwimmt so in der eigenen... Du Hund! Ich wechsle gleich. Du verdammter Hund! Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er diese Dreierattacke nicht mehr macht. Deswegen wechsle ich auf... Entweder auf Boot oder auf Watt. Ich nehme Watt, paralysieren, dann kann er sich nicht wehren und dann töte ich ihn. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt macht er... Exakt jetzt macht er seinen Abfuck, oder? Ja, wow. Coole Geschichte. Ich habe ja noch genügend Sternenergie, dann haue ich ihm die noch um die Ohren und dann, müsste es eigentlich gehen. Ne? Sternensturm! Aber der Gegner ist doch schon mehr Abfuck, als ich gedacht hatte, dadurch, dass er sich regenerieren kann. Also, das ist übel. Das sind neue... Das hatten wir noch gar nicht, ne? So einer, der sich richtig hart regeneriert. So, ich hoffe, ich kann dich 2 Runden oder ähnlich, paralysieren. Ja. So, 2 Runden? Ah, 2 Runden, sehr gut. Reicht. Kann ich mitnehmen. Sprung? Ja, gut. Elektrohieb? Muss sitzen? Sitzt. Und jetzt ist er tot. Ist ganz einfach. Jetzt kriegt er 6 Schaden und jetzt macht Watt ihn einfach weg. Gegen solche Healer ist es relativ easy, man muss sie nur stunnen, also rausnehmen. Dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich zu healen und dann hat sich das... Warum bekomme ich so viel EP? Ich brauche keine Erfahrungspunkte mehr. Ich bekomme nur noch Blütenpunkte. Oh nein, der letzte der Hundsterne. König Bowser, vergib mir! Niemals. König Bowser vergibt nicht. Oh. Sprite. Ach nee, Stardrink Zitrone. Von Netto. Oh Gott, der Adolf Hitler Stern. Amerikanischer Hitler. Wir müssen der Rode... Ich muss schon mal üben, wie man ihn spricht. Okay, cool. Düm. Ich hoffe, das Spiel spackt nicht ab wieder. Wie bei ganz vielen Cutscenes in diesem Spiel schon. Dum. Friedstar, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun, mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario Bowser und dem Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternstab zurückerlangen? Oder bleiben alle Wünsche ungehört? Wir wissen die Antwort. Und wir werden sie ihm geben. Kein Lag. Jetzt kommt noch mal eine Peach-Intermission, wenn ich mich nicht entsinne. Oh, die Musik ist so schön! Oh, Mario. Ich frage mich, was er jetzt mit mir macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich habe ich den gehalten. Mario geht es nicht an gut, du. Deutlich auf deine Taten sein. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Nope. Du hast den Rock gehoben für ihn. Also, das hast du getan. Mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Ja, bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Ich hoffe, du willst recht tun. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Woo! Twig! Du machst dich klar! Roar! Oh, Prinzessin Peach, eure knuddeligen alten Bowser ist da! Können wir zur Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten? Komm schon, zeig mal ein Lächeln, bitte. Ich
habt ihr nichts zu sagen. Ist nicht so gemeint. Was letzte Nacht mit uns beiden geschah, es war magisch. Ihr werdet noch lange mit mir verbringen, meine Schöne. Besser ihr gewöhnt euch daran. Aber auch noch was Monströseres, hab ich mir gerade überlegt. Bowser, kommt und du... Bowser, komm! Mario, komm, du kannst ihn nicht aufhalten. Oh ja, Miss Thomas Girl. Mit dem Sternenstab bin ich unbesiegbar. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt. Findet euch damit ab. Ah, eine Verknalltheit. Wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Bladerei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er auftaucht. Was? Mario! Gut, dazu käme ich, Cooper. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt für ihn vor. Prinzessin Peach wollte dem Drama beiwohnen. Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu klein als verarbeitet wird. Jo, daher du. Es ist sofort, wenn sie noch mal entwischt, wenn Köpfe rollen. Boah, Bowser, ey, du bist so böse wie noch nie. Nein, bitte! Großer Cooper, zeig der Prinzessin gegenüber Respekt! Was ist das für ein piepsendes, kleines, glitzerndes Ding? Konfetti! Fort! Verzieh dich! Die Stimme geht ganz schön an den Hals. Twing! Schnappt euch die Prinzessin und los jetzt! Nein! Doch! Oder so. Okay, aber Fiddler, stehen, wie soll ich dich noch sprechen? Mein Name ist Freakstar! Mario, du hast es gut gemacht, wa? Danke, dass du gekommen bist! Das geht nicht, amerikanisch und Adolf. Du hast alle hohen Sterne gerettet. Du stehst tief in deine Schuhe. Alles, was ich jetzt noch für dich tun ist, ist Bowser gegenüber zu treten. Meine Kraft soll dir helfen, den Sternstab zurück zu erobern, Bowser zu besiegen und Frieden wieder herzustellen. Und Prinzessin Peach zu retten. Oder so. Coole Geschichte. Meine Stimme fuckt richtig ab. Borische Kapitän! Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Oh Gott. Mario, Alan, zurück zum Sternschnuppengipfel. Von dort aus bereiten wir den Weg zum Sternenhafen. Der Name dieses Weges lautet Sternenbrück. Bereist du den Sternenbrück, führt er dich durch die Sternenhafen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Haus rein. Coole Geschichte. So, wie komme ich jetzt hier weg? Mal so. Okay, hier ist einfach nur das Schloss. Ja, drauf geschissen. Ja, Leute, ich darf jetzt, glaube ich, den ganzen langen Weg zurücklaufen. Warum hat man mich nicht ins Dorf gebracht? Ganz ehrlich, schlechtes Scripting ist schlecht, weil es schlecht ist. Aber der Soundtrack ist episch. So, wir können speichern, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, nehme ich. Ich kann mir, glaube ich, zwar nichts Wichtiges mehr kaufen mit Sternen und Splittern, aber haben ist haben, ne? Ich bin da so eine Elster, was das angeht. Drauf geschissen. Oh, der Soundtrack ist so fett. Verzieh dich. Wo geht das hier hoch? Ach, hier war die Energie. Egal. Leute, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Paper Mario. Auf Wiedersehen.